Bei mir gibt's keine Mäusegitter mehr. Auch wenn manche Imker noch so Mäuseeinladungsstege haben, bei mir nicht mehr. Meine Bienen stehen alle einen halben Meter hoch und da springen keine Mäuse mehr hoch. So habe ich das in den letzten Jahren beobachtet. Bei mir gibt's auch keine Winterlärmbleche mehr auf den Bienenkisten. Es heißt doch im Winter absolute Ruhe am Bienenstand. Aber der Regen und der Hagel prasselt doch und das stört die Bienen doch. Ich habe eine Bedachung in angemessener Höhe, da ist der Lärm auf dem Dach und das ist nicht auf dem Bienenkasten. Bei mir gibt's auch nur noch einen Honigraum. Bei einem zweiten Honigraum dauert es länger, bis alles verdeckelt ist. Und so kann man nur zweimal im Jahr schleudern. Bei einem Honigraum ist alles flott verdeckelt und man kann dreimal im Jahr schleudern. Frühjahr, Sommer oder Spättracht.